Hallo und herzlich willkommen zurück. Wieder mal in Dantoria mit Mulenia. Hallo und Malkondo. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Ja. Hallo. Ja, ich weiß jetzt, wie ich den Stall hier bauen will. Aber wir hatten ja auch vor, jetzt eigentlich relativ zügig in eine Höhle zu gehen, ne? So war der Gedanke, ja. Genau. Okay. Dann sollten wir uns höhlenfit machen. Höhlenfit? Ja. Und ich mache hier einfach später weiter. Höhlenfit, das finde ich auch interessant. Ich stelle mir hier eine Kiste hin. Habe ich noch welche? Nö. Wir machen wir uns eine, ne? Ah, jetzt habe ich eine Werkbank gemacht, ich Dussel. Höhlenfit. Ich habe eine Werkbank gemacht. Du hast eine Werkbank gemacht? Ach, die Truhen sehen nach Weihnachten aus, ja? Auch wenn man sie craftet. Ja, es ist, ja. Ja. Es ist halt Weihnachten. Hey. Ja. Das macht mich glücklich. Ja. Yippee-yay. Kann man nicht mal im Spiel Weihnachten entfliehen. Was soll denn das jetzt? Hä? Was denn? Wieso kann ich jetzt, wenn ich eine Werkbank im Inventar habe, auf die Werkbank zugreifen? Weiß ich nicht, durch mit die Dings? Rechtsklick. Kommt das durch die Mod? Könnte sein. Weil ich kann die überhaupt nicht in die Kiste packen. Durch Shift, weil ich da immer... Aha. Ja. Es könnte durch die Mod kommen, ja. Ja, alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Also, Minecraft intern wird das ja wohl nicht sein, oder? Unwahrscheinlich. Das wäre ja ein Ding. Wäre cool, aber wäre ja schon irgendwie ein Ding. Es wird dunkel. Ja. Das heißt, wir sollten wohl nochmal schlafen. Ich muss erstmal mein Backpack... Schon schlafen? Nee, geht noch gar nicht. ...Pack und so leer kriegen. Dein was? Dein Adpack? Mein Backpack. Dein Backpack. Sonst lohnt sich das ja überhaupt nicht, in die Höhle zu gehen. Ja. So, jetzt muss ich aber dann noch schlafen gehen, ne? Ist schon soweit? Ja, ich glaube. Oh, ach so. Also zwei Doppelkisten werden dann zu einer großen grünen, ja? Ja. Okay. Die nehme ich mal mit einer. Ich glaube, wir können dann jetzt schlafen. Ist schon sehr dunkel. Dann gehe ich jetzt mal eben rüber wieder. Ja. Und leg mich auch mal ins Bett. So, lieg im Bett. Ja, ich lieg auch. Hervorragend. Bereitest du dich denn auch schon vor fürs Gehen? Noch nicht so ganz. Noch nicht so ganz? Noch nicht so ganz. Okay. Habe ich jetzt den Backpack leer? Ah, die Eier habe ich da noch drin. So, das nehme ich mit, das nehme ich mit, das nehme ich mit. Das kann ich jetzt mal kaputt machen, das nehme ich mit. Essen brauche ich auf jeden Fall noch. Boah, hier stehen zwei Creeper. Wo stehen Creeper? Hier, bei mir. Bei dir stehen Creeper? Ja, aber die sind im Wasser. Was machen die da? In die Luft gehen. Hast du nicht gehört? Nee, habe ich nicht gehört. Ist nicht bei mir angekommen. Die sind voll in die Luft gegangen. So, so. Sind die das? Ja. So, jetzt gucke ich nochmal eben nach Eiern. Unsere Hühner ein paar Eier für uns gelegt haben. Jetzt habe ich natürlich die Samen vergessen. Weil ich könnte die ja nochmal eben vermehren. Kann ich hier welche raushauen? Zwei Stück. Oh, sogar vier. Okay. Hier ist schon wieder irgendwo ein Zombie. Ich will jetzt nochmal eben mein Inventar aussortieren. Ja, das habe ich schon. Wenn ich das gemacht habe, dann rüste ich mich mit Ausrüstung. Okay. Für die Höhle. Warum wollten wir nochmal in die Höhle gehen? Na, wir wollten doch Fledermäuschen suchen. Ach genau, richtig. Die Geschichte war das. Ja. So, ja, das weg, das halt. Weg. Habe ich noch mehr von gehabt? Da. Hallo, was machst denn du hier draußen? Schön hier, ne? So.
Dann macht mal Babys hier draußen. Ein Baby. Yay! Ist schon ein Babyhuhn? Ja, jetzt haben wir schon 4 Hühner hier drin. Aber hier grunzt irgendwo so ein kleiner Psycho-Zombie, weißt du? So ein Baby-Zombie. Ein Psycho-Zombie. Au! Siehst du, das sind voll die Psychoteile, ey. Psychoteile. Oh, die sind eklig. Wo bist du denn jetzt überhaupt? Ich bin immer noch am Hof. Ach so. Scheint da hinten bei dir ganz schön gefährlich zu sein. Ja. Ich muss jetzt mal gucken. Da hinten ja meine Truhe hingestellt. Hier will ich ja weitermachen dann. So. Das habe ich. Den okay, nehme ich das mit. Kann hier raus. Das kann raus. Da wollen wir so viel mitnehmen. Nehme ich auch mit. Obwohl, brauche ich gar nicht. Wir haben ja eigentlich alle Viecher, ne? Bis auf Pferde. Aber die führen wir dann sowieso nicht her. Die reiten wir dann, ne? Ja. Aber da müssen wir ja auch erstmal los und Sattel besorgen. Müssen wir demnächst auch machen. Ja, wir sollten mal sehen, dass wir irgendwo mal einen Dungeon finden oder so. Ja, oder wir gehen ins Nether, in eine Festung. Oder ins Nether. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das hatten wir ja sowieso auch schon längst vor. Ja, wir haben nicht mal einen Tor gebaut. Ja, eben, das meinte ich ja. Sollten wir auch irgendwie hinbauen, da sollten wir uns mal überlegen. Boah, was ist denn hier passiert? Ist hier im Wald gewachsen? Was denn? Hier ja, da habe ich ein paar Bäume gepflanzt. Ja, wir sollten auf jeden Fall überlegen, wo wir das Tor dann hinbauen, wie wir das hier unterbringen. Weil einfach so irgendwo hinstellen, finde ich ein bisschen blöd. Ja, nee, das nicht. Also, soll natürlich schon ein bisschen was hermachen ja auch. Ja. So. So, das auf jeden Fall. Hallo. Hallo. Mensch, hier sind ja alles Wege, da kommt man ja gar nicht drauf klar. Das stimmt. Ganz schön leer hier, aber so viele Schafe. Uiuiui, alles grün hier. Was ist denn hier mit den Kisten passiert? Ja, ich habe ein bisschen rumsortiert schon mal. Ein bisschen? Ja. Alter Schwede, ey. Wo hast denn du das Essen hingepackt? Was denn für Essen? Na, Essen, Hunger und so. Wir haben nicht viel Essen. Ne, wir haben gar nichts. Ich habe Essen dabei, aber... Ja, was hast du an Essen? Ich gebe dir mal einfach was ab. Warte mal, zack. Machen wir da die Hälfte. Und da die Hälfte. So. Sollte eigentlich reichen. Oh, du hast ja echt viel zu essen. Ja. So, warte, jetzt mache ich Kürbiskuchen eben. Ja. Komm mal her, sammel den mal ein. Liegt da auf dem Boden. Den darfst du aber nicht essen, ne? Nein, nein, ist klar. Okay. Kann ich eigentlich die Pfeile in die Backpack packen? Ja, ne? Müsste gehen. Ja, warum solltest du den noch nicht reinpacken? Ja, dass ich dann... Nee, dann ach so, ich das weiß ich nicht. Nein, nein. Ah, geht nicht. Okay, dann nehme ich das wieder raus. Dann packe ich da einfach mal das Essen so weit rein. Das... Die brauche ich auch erstmal nicht, die kann ich im Backpack packen. Aber mit dabei haben. Und wenn ich die in Backpack packe, geht das natürlich auch nicht. Okay. Also ich wäre soweit. Ja, ich gleich auch. Hast du schon genügend Spitzhacken? Ich habe eine Dia-Hacke. Die hat Haltbarkeit 3 und Effizienz drauf und die ist noch voll. Also ich denke, die sollte mir reichen. Gut. Ich nehme zur Not noch mal eine Eisenhacke mit. Aber wenn es ganz blöd läuft, können wir ja unten auch noch welche machen. Ich fäll hier noch mal eben einen Baum. Ja. Um noch ein bisschen Holz mitnehmen zu können. Oder hast du Holz dabei? Nee, ich habe kein Holz dabei jetzt. Dann fäll ich einfach den großen hier, es sollte reichen. Hier ist ja wohl mehr als genug. Ja. Bisschen viel, oder? Oh. Schöne Baum wieder weg. Das ist so cool. So viel einsammeln. Plop, 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 plop. Dann stelle ich hier wieder ein paar Bäume hin. Ja, mach mal. Oha, das sind mal viele Bäume. Ja, du hast hier so einen kleinen Wald draus gemacht und das soll ja auch so bleiben. So, jetzt habe ich 49 Holz dabei, das sollte also dicke reichen. Ich bringe da eben die Setzlinge weg. Mhm.
Ich schmeiß die einfach mal hier in die erste Truhe. Müssen wir dann halt wieder wegsortieren. Oder beziehungsweise du. Ja, ja. Warte mal, ich mal eben kurz meine Waffen hier sortieren. So, Essen dahin. So, zack. Okay. Okay. Wir können los. Wo gehen wir denn hin? Ja, ich bin auch schon die ganze Zeit am Überlegen, wo wir hingehen. Ich weiß das auch nicht so genau. Wir waren jetzt ja eigentlich schon überall hin, ne? Okay. Mach mal, dreh dich mal um. Guck mal in die Richtung. In diese Richtung? Ja. Ja. Und dann sag einfach irgendwann Stopp. Okay. Stopp. Wir gehen Richtung Süden. Richtung Süden? Ja. Okay. Dann gehen wir Richtung Süden. War doch eine gute Idee, oder? Oder weiß wir gehen nicht. In deine Mine runter und bauen da die Schächte aus. Können wir auch machen. Ich weiß nicht. Und da den ersten Schacht. Den ersten Schacht? Ja, da den zweiten oder dritten oder so und buddeln einfach mal in eine Richtung. Oder wollen wir uns das für später aufheben? Du, eigentlich ist mir das egal. Ja, dann lass uns da doch mal gucken. Das okay. Ist doch auch eine gute Idee. Ist ja auch Richtung Süden gewesen, von dem aus, wo wir gestartet genau. Sind. Ja, genau. Ach so. Vom Eingang aus rein. Ja, hoppla. Wo wollen wir runter? Also tiefer oder? Tiefer, ja. Also wir sollten schon, so 20, 30 würde ich ansteuern wollen. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie weit ich runtergegangen bin. Also 40. Anscheinend bis auf 30. 30. Und hier geht's nicht weiter. Ja. Okay, gut. Und hier ist so gar nichts? Ja, doch, wenn du dich, glaube, wenn du dich hoch oder, also wenn du dich ein bisschen weiter gräbst, dann sollte man da in eine Höhle kommen, ja. Ich sehe da was. Ich glaube, nach oben musst du dich graben. Och, wir gehen einfach mal geradeaus. Ich finde das ganz gut, weil wir ja hier auf der Ebene sind auch. Oh. Was ist? Eine Schlucht. Ja, siehst du, ich wollte sagen, irgendwas war hier. Ist überall Kobbel, da waren wir schon und Fackeln. Ja, es ist ja auch hier in der Nähe, ne, von unserem... Ist ja voll lahm. Dann bauen wir uns doch einfach rüber. Ja, von mir aus. Auf die andere Seite und buddeln da weiter. Das ist auch in Ordnung. Muss nur auf Skelette aufpassen, nicht, dass ich eins runterschieß. Ja, möglich wäre das. Aber ich krall mich fest, also. Jetzt aber wäre beinahe in den Abgrund gesprungen. Ja. Wie hast du den denn? Ach so, gegen die Fackel gesetzt wahrscheinlich. Wie hast du das denn gemacht? So einfach in die Luft rein. Ja, it's magic. Ja, ja. Das kann nur ich. Das ist wieder so ein Millennia-Ding. Ja, mal gucken, wo wir landen. Mhm. Hast du Kohle dabei und so für Fackeln? Nee, Kohle habe ich nicht dabei. Aber ja, Holz. Egal, wir haben ja eh genug. Holz habe ich genug dabei und dann können wir eigentlich auch Fackeln hier machen. Kohle sollte ja eigentlich kein Ding sein zu finden. Das stimmt. Kriegen wir auch wieder ein bisschen Stein zusammen, das finde ich ganz gut. Ja, es ist gar nicht so schlecht, denn ich habe schon ganz schön viel Kobbel jetzt in die Öfen geschmissen oben. Ja. Damit wir mal wieder den normalen Stein kriegen. Mhm. Um daraus dann wiederum den Dings zu machen, weißt du? Ja. Wie heißt das Zeug denn noch? Du meinst sicherlich Ziegelstein. Genau. Für die Straßen und so. Ja, Steinziegel, glaube ich, heißen die. Ja, genau, Steinziegel heißen die. Ziegelsteine sind, glaube ich, die roten, die aus Lehm, ne? Genau. So, jetzt haben wir das schon ein ganzes Stück geschafft. Da ist auch schon alles hell, das was du da auf der Karte siehst. Genau. Sprich, da waren wir schon. Ist alles ausgeleuchtet. Weitestgehend. Ja, dann geh doch einfach mal noch weiter. Wir gehen einfach jetzt weiter, eine ganze Weile. Das ist ganz gut. Du kümmerst dich um Licht hinter mir, ne? Oh ja, ich bin ja dabei. Oh, hier haben wir ein bisschen Eisen. So, ich lass dir einfach die Sachen zum rausbuddeln, lasse ich dir größtenteils. Oh, guck mal, eine Höhle. Oh, und ich höre was piepen. Ja. Da hinten habe ich was piepen gehört. Da hinten sind aber hier. Na, dann versuch das mal. Such mal dein Glück. Ja, jetzt musst du erstmal, warte mal, man soll das auf den Boden hauen. Da ist sie schon. Oh, jetzt hast du geschlagen. Ja. Ha! Cecil. Da ist sie. Cool. Jetzt müsste ich ein Item bekommen haben, ja, eine Fledermauspfeife.
Dann kann ich die nämlich zu mir rufen und zack, habe ich sie in der Hand und es wird alles ganz hell. Wenn man guckt. Das ist halt ein Buff, also der läuft dann aber aus. Ist dann irgendwann vorbei und dann ist wieder alles dunkel. Ja, aber doch, aber ich würde sagen, der erneuert sich, glaube ich, solange du sie in der Hand hast. Das stimmt. Und nur wenn du sie wegpackst oder sowas, dann... Ja, dann geht's weg, genau. Genau, das riecht richtig cool irgendwie. Und freilassen tut man die mit Q, schmeißt man sie einfach wieder aus dem Inventar. Und wenn ich sie wieder reinnehme, ist es hier, wartet hier. Nein, die soll nicht hier warten, die soll bitte mitkommen. Wenn ich sie anklicke, kann ich der neuen Namen geben. Wie nenne ich die denn jetzt? Oh, Cecil war doch ganz nett. Nee, finde ich doof. Echt? Fand ich ganz nett, den Namen. Ich nenne die Phoebe. Ist das richtig geschrieben? Warte mal eben. Nee, das kommt ein O. Die heißt Phoebe, wird das geschrieben. So? Nee, genau umgekehrt. Phoebe, genau. Ach, echt so? Ja, so wird Phoebe geschrieben. Ah, okay. Alles klar. Wieder um einiges schlauer. So, Stufe 0. Zahme Fledermaus. Erfahrung 0. Fehlt zur nächsten Stufe 25. Leben 16. Und Angriffskraft 1. Und die können wir jetzt leveln. Und die greift dann eben alles an, was uns angreift. Und, ja, und hilft uns halt einfach und muss halt gelevelt werden auch dementsprechend. Und soll dann irgendwann eine Bombast-Fledermaus werden. Der Part ist zu Ende. Schon? Ja, passend zum Fledermaus eingefangen, irgendwie ist der Part zu Ende. Na sowas. Machen wir hier doch mal ein bisschen Licht. Ich packe mal meine Pfeife weg. Ich hoffe, dass die mitkommt, ohne dass ich jetzt hier wartet irgendwie. Weil die auf... Ich hatte die ja auf Warten gepackt. Warte mal, ich will mal eben kurz was ausprobieren, ne? Ja. Phoebe wartet hier. Phoebe kommt mit. Okay. Doch, man kann die tatsächlich anklicken und dann bleibt die oder kommt mit. Okay. Mit der Pfeife, weißt du? Ja, okay. Okay, gut, dann bis zum nächsten Part. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao. Macht's gut.